Leipfinger-Bader Ziegelwerke. Eine Entscheidung fürs Leben. Wir sind in Niederbayern, genau an der Grenze zu Oberbayern in der Gemeinde Buch am Erlbach. Die Gemeinde kann auf eine sehr lange urkundliche Erwähnung zurückblicken. Im Jahre 2009 wurde das beim 1250-jährigen Jubiläum gebührend gefeiert. Von München aus brauchen Sie mit Bus und Bahn circa eine Stunde in die Gemeinde. Wir haben die Rursalpakas besucht, waren in der beeindruckenden MINT-Werkstatt und bei Willi Stenzel von der Drehorgel. Und heute geht's erstmal zur wichtigsten Person in der Gemeinde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute hier in Buch und haben natürlich die Bürgermeisterin hier bei uns, Frau Winkelmeier-Wenzel. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, gerne. Wie lange sind Sie hier schon Bürgermeisterin? Ja, noch nicht lang. Seit 1. Mai 2020, seit den letzten Kommunalwahlen, bin ich im Amt der Bürgermeisterin. Puh, dann hatten Sie jetzt auch ein Jahr mit Ausnahmesituation, oder? Ja, schon. Schon? Ja. Wie ist es Ihnen da gegangen? Also, ja. Das hat durchaus seine Vor- und seine Nachteile. Die Vorteile sind, dass man sich einfach aufs Amt konzentrieren kann, auf die Aufgaben. Man wird mit Veranstaltungsterminen und so nicht so ausgebremst. Mhm. Allerdings fehlt die sozialen Kontakte, die fehlen. Mhm. Die braucht man aber auch in diesem Amt. Und das ist leider, ja, das glaub ich, leider nicht so gewesen. Ja. Und sind Sie hier so im Buch aufgewachsen? Sind Sie eine echte Bucherin? Ich bin eine echte Bucherin, ja. geboren bin ich in Landshut. Das gab es ja damals bei uns nicht mehr, dass man noch zu Hause entbindet, ich auf die Welt gekommen bin. Aber ich bin hier aufgewachsen, im Zentrum von Buch, so nenne ich es jetzt, an der Kirche oder zwischen Kirche und Pfarrhof und Bäckerei. Und war nur mal für 2,5 Jahre weg in meiner Ausbildung, aber sonst war ich immer hier im Buch. Und haben Sie sich das, also war das ein Plan von Ihnen, dass Sie mal Bürgermeisterin werden oder kam das dann unerwartet? Das kam unerwartet, ja, das war nie mein Plan. Na, wie kam das? Wie kam es dazu? Ja, unser vorheriger Bürgermeister, der Franz Göbel, hat zum Ende seiner Amtszeit erklärt, dass er aufhört als Bürgermeister. Das war schon überraschend. Man hat gemeint, er hängt noch mal 6 Jahre dran. Und dann war man auf der Suche nach neuen Bürgermeisterkandidaten. Und mich haben die Bucher Bürger angesprochen, ob ich nicht mich zur Verfügung stellen würde. Und auch der Ortsverband der CSU kam dann ganz offiziell auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht kandidieren möchte. Hab dann um Bedenkzeit gebeten, es ist natürlich schon ein mächtiger Schritt und hab mich dann nach einiger Zeit dazu entschieden, dass ich es probiere und wenn das mein Weg sein soll, dann werde ich gewählt und wenn nicht, dann war es eine schöne Erfahrung. Ja, ich gratuliere, hat ja geklappt. Ja, danke. Und jetzt stehen wir hier vorm Rathaus und es sieht alles, vor allen Dingen das hier neben uns, der Bürgersaal, sieht ja ganz neu aus. Ist das gerade gebaut worden, oder? Der Bürgersaal wurde jetzt im Sommer 2020 fertiggestellt. Haben wir leider noch nicht einweihen können. Corona-bedingt waren ja Veranstaltungen nicht möglich. Und da freuen wir uns, wenn wir den endlich auch offiziell verwenden dürfen. Und da können wir jetzt mal reinschauen sogar. Natürlich. Ja, dann machen wir doch das jetzt mal. Und gab es also hier auch vorher schon einen Bürgersaal? Nein, gab es nicht. Es gab gar keinen? Nein. Ah, das ist also ganz neu, das ist so ein Gebäude gebaut worden. Es ist ein Ersatzbau. Es war früher ein Wirtshaus mit einem großen Saal dabei. Und das war der Saal von dem Wirtshaus. Vorne ist das Wirtshaus und hier der Saal. Und das wurde abgerissen. Also das wurde schon lange nicht mehr betrieben und ist dann abgerissen worden. Und man hat halt... Man braucht eine Stätte, wo man feiern kann, wo man Veranstaltungen abhalten kann. Und für das wurde dieser Bürgersaal gebaut. Okay, und die Bucher, die warten also drauf, dass sie jetzt den nutzen können. Natürlich. Sozusagen. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Das ist ja ein ganz schöner, großer Saal. Toll. Ja, also mit Bühne für Theaterveranstaltungen oder Konzertveranstaltungen. Momentan nutzt man tatsächlich für die Gemeinderatssitzungen. Hier können wir den Abstand gewährleisten und die Hygienevorschriften einhalten. Es können sogar noch einige Besucher kommen. Wenn wir den jetzt nicht hätten, hätten wir tatsächlich ein Problem. Müsste man auf Turnhalle oder so ausweichen. Und also haben wir jetzt ganz froh,
dass wir diese Möglichkeit haben. Ein ganz, ganz schöner Raum. Ja. Da können sich die Bucher auf was freuen, wenn es jetzt eröffnet wird. Okay, und dann gehen wir jetzt zum Ortszentrum, zum Kirchenplatz, oder? Genau. Ja. Doch bevor uns Frau Winkelmeier-Wenzel ihre drei Lieblingsplätze im Ort zeigt, machen wir erstmal eine kurze Unterbrechung. Leipfingerbader Ziegelwerke. Eine Entscheidung fürs Leben. Wir sind in Buch am Erlbach und Bürgermeisterin Elisabeth Winkelmeier-Wenzel zeigt uns ihren Ort. Also das ist jetzt hier, ist das der wirkliche Ortskern, der alte, oder? Ja, ich würde schon so bezeichnen, weil hier eben auch die Kirche ist und der Pfarrhof mit dem Pfarrstadel. Mhm. Was ist in dem Pfarrstadel dann noch drin? Was passiert da? Im Pfarrstadel haben wir unten drin einen großen Raum, auch für kirchliche Veranstaltungen oder private Feiern. Und es ist die Bücherei drinnen, also die Gemeindebücherei. Mhm. Ah ja, wird also auch, ist es schon so der Treffpunkt hier auch mit der Bäckerei und so? Hier wurlert es immer ein bisschen, ja, gell? Ja, das ist fast Nadelöhr, weil es geht ja dann hoch zum Schulberg und da ist morgens immer sehr viel los, wenn die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten gebracht werden. Und sich eine Brotzeit holen. Ja, genau. Und unser Bäcker hat sehr gute Ware, der wird also sehr gut aufgenommen und da ist immer viel los schon, hier auf der Stelle. So, ist schon so das kleine Ortszentrum hier. Ja. Und Sie haben ja auch noch eine besondere Verbindung hier zu dem Ort, oder? Das stimmt, weil ich bin hier aufgewachsen, also mein Elternhaus ist gleich neben der Kirche und habe da praktisch meine jungen Jahre verbracht. Aha. Und Sie sind Kirchenpflegerin, haben Sie gesagt. Ja, richtig. Sind Sie immer noch? Das bin ich immer noch. Jetzt in der zweiten Wahlperiode bin ich jetzt Kirchenpflegerin. Aha. Was muss man da machen? Ja, da ist man zuständig für die Gebäulichkeiten der Pfarrei, für die Finanzen. Aha. Also ist jetzt ähnlich wie beim Gemeinderat oder bei der Gemeinde, bloß kleiner. Dass man einfach schaut, dass die Gebäude erhalten bleiben und renoviert werden. Mhm. Und dass auch der finanzielle Rahmen passt dazu. Ja, dann müssen Sie sich wirklich um viele Angelegenheiten hier im Ort kümmern. Ja, schon. Da ist schon ganz schön was los. Aber das Kombipaket war ja nicht geplant. Ja, verstehe. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter hier um die Bäckerei rum und schauen mal, was da noch ist. Ja, gell? Genau, da kommt auch so eine schöne Stelle bei uns im Ort. So, und hier ist also wirklich ein Kalvarienberg. Ist doch auch, also schon außergewöhnlich auch für einen Ort, oder? Einen Kalvarienberg zu haben? Ja, es hat nicht jede Gemeinde. Also da sind wir eine der wenigen, die sowas besitzen dürfen und der auch regelmäßig renoviert und hergerichtet wird von einem, auch von einem örtlichen Verein, von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die schauen, dass der verkehrssicher ist, dass die Säulen auch immer renoviert sind und sind da also sehr dahinter, dass das immer eine schöne Stelle ist bei uns, die man besuchen kann. Ja, dann schauen wir uns die doch mal an. Das sind ja wirklich ganz schöne Stelen. Sieht eigentlich relativ neu aus. Richtig, die sind jetzt die letzten Jahre neu gemacht worden. Die waren stark beschädigt und mit einem Spendenaufruf hat man die also renovieren können. Es gab ganz viele private Personen bei uns im Ort, die sich dafür bereit erklärt haben. Unter mancher Station steht sogar, wer die bezahlt hat. Und die Renovierungskosten waren gar nicht so niedrig. Die lagen zwischen 2.000 und 6.000, 8.000 Euro. Hui, ja, das ist was investiert worden. Ja, aber die Bucher Bürger sind da immer sehr offen dafür und da bin ich ja sehr dankbar. Ja, also ist wirklich ganz schön hier oben. Ja. Also am schönsten ist es aber eigentlich im Sommer, wenn alles grün ist. Ah, verstehe. Ja, da ist das ein sehr idyllischer Platz. Ja, weil man auch so einen schönen Blick dann über Buch hat hier oben, gell? Genau. Und vom Kalvarienberg geht's wieder runter zu einem weiteren Lieblingsplatz der Bürgermeisterin, dem Dorfweiher.
Und das ist jetzt also auch ein Lieblingsplatz von Ihnen hier? Richtig, das ist unser Dorfweiher und hier beginnt auch der Weg in unsere Natur. Mhm. Und hier beginnt aber auch der Landshuter Höhenweg. Mhm. Bei uns in Buch am Erlbach, der bis nach Landshut geht und dann weiter nach Göttelkofen. Also das ist eine Strecke von knapp 30 Kilometern, die eigentlich nur durch die Natur führt. Haben Sie das schon mal gemacht? Mit dem Fahrrad. Das ist ein bisschen leichter, ja, genau. Dauert es nicht ganz so lang. Ja, genau. Und es ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, wenn man den Weg Richtung Landshut gehen will, dass man nochmal vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurückkommt zum Auto. Ah, verstehe. Ist schon eine Ecke dann. Genau, oder man lässt sich abholen. Mhm. Und was sind jetzt noch Projekte, die anstehen in der Zukunft hier vom Buch? Oh, da gibt es viele Projekte. Also es ist ja schon die neue Turnhalle geplant. Mhm. Aber ganz aktuell müssen wir natürlich Kindertagesplätze errichten, also sowohl Krippenplätze wie auch Kindergartenplätze. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade in der Planung. Mhm. Und das Buch wächst wahrscheinlich auch sehr, könnte ich mir vorstellen. Die letzten Jahre ist es sehr stark gewachsen, weil es sind mehrere Neubaugebiete ausgewiesen worden. Und da kommt natürlich jetzt auch der Nachwuchs und die müssen wir die Plätze besorgen. Mhm. Es sind aber auch nach wie vor Anfragen da. Also Buch ist ein sehr attraktives Dorf oder eine sehr attraktive Gemeinde, wo man wohnen will, weil man einfach alles haben bei uns von der Infrastruktur her. Und auch natürlich nah zum Flughafen, wobei Flüge gibt es ja gerade nicht so viele. Nein, oder? Aber ansonsten war diese Nähe natürlich sehr attraktiv. Ja. Man war in 20 Minuten dort und bei uns gibt es viele, die dort gearbeitet haben. Und was Buch noch ist, wir sind ja an der Landkreisgrenze zu Erding und Freising. Wir sind mittlerweile auch Einzugsgebiet von München geworden, weil bei uns der Baupreis doch noch etwas günstiger ist wie in Erding-Freising und natürlich auch in München. Und darum ist bei uns auch die Nachfrage so groß, hier wohnen zu wollen. Und wahrscheinlich werden Sie noch mal weitere Baugebiete ausweisen müssen, oder? In den nächsten Jahren? Ja, genau. Schon, wird schon kommen. Also es ist schon in Planung, aber es dauert natürlich, bis die Grundstücke erworben sind und bis man das dann umsetzen kann. Ja, da muss man auch in mehreren Jahren denken als Bürgermeisterin. Ja, richtig. Ja, vielen Dank, dass Sie so einen schönen Überblick gegeben haben. Gerne. Dankeschön. Ich habe mich gefreut, dass ihr bei uns wart. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute aus Buch am Erlbach. Morgen gibt es eine weitere Heimatgeschichtenfolge aus Buch. Leipfinger Bader Ziegelwerke. Eine Entscheidung fürs Leben.